Hi, hier ist Elvis von Anibinge. Heute schauen wir uns den neuen Anime Farming Life in Another World an. Spoiler voraus und viel Spaß! Die Hauptfigur heißt Hiraku Machio und führt ein erbärmliches Leben. Er wird nicht nur betrogen, sondern leidet auch an einer unheilbaren Krankheit. Nachdem er gestorben ist, kommt er in den Himmel. Dort erklärt ihm der Gott, dass es sich um einen Fehler des Gottes handelt und dass die Strafe, die ursprünglich dem bösen Menschen zustand, fälschlicherweise Hiraku auferlegt wurde. Der Gott bietet Hiraku an, ihn zu entschädigen, und er ist mit allem einverstanden, was Hiraku wünscht. Hiraku denkt eine Weile nach und schlägt vor, dass er wegen seiner schlechten zwischenmenschlichen Beziehungen eine Landwirtschaft betreiben möchte. Außerdem hat er oft Sendungen über Landwirtschaft gesehen, als er krank war. Er stellt sich vor, dass er nach seiner Genesung an einen Ort gehen kann, an dem es nur wenige Menschen gibt, um dort als Bauer zu arbeiten und ein angenehmes Leben zu führen. Daraufhin segnet der Gott Hiraku mit einem gesunden Körper und einem allmächtigen landwirtschaftlichen Gerät. Als Hiraku aufwacht, befindet er sich in einem großen Wald. Hiraku behält seine früheren Erinnerungen und beschwört sofort das allmächtige Ackergerät, von dem der Gott sprach. Er kann es kaum erwarten, das Land mit Hilfe dieses allmächtigen Werkzeugs zu bewirtschaften. Er kann das Land bewirtschaften, ohne körperliche Kraft zu verbrauchen, und kann sofort danach hartes Land in fruchtbaren Boden verwandeln. Hiraku findet einen großen Baum im Wald und nutzt ihn als seine zukünftige Festung. Zuvor muss er sich um die Wasserquelle kümmern, aber er sucht lange im Wald und kann keinen Fluss finden. Also beschließt er, einen Brunnen zu graben. Während er nachdenkt, verwandelt sich das allmächtige Ackergerät in eine Schaufel. Er gräbt stundenlang mit dieser Schaufel und findet schließlich die Wasserquelle. Nun beginnt er, sein eigenes Haus zu bauen. Der erste Schritt besteht darin, den Baum zu fällen, und Hiraku verwandelt das allmächtige Ackergerät in eine Axt. Mit ein wenig Kraft fällt er den Baum direkt. Später verwandelt er das allmächtige Ackergerät in eine Machete und beginnt damit, den großen Baum zu bearbeiten, den er gerade gefällt hat. Dieses allmächtige Ackergerät ist sehr magisch, und das Fällen von Bäumen mit dieser Machete ist einfacher als das Schneiden von Gemüse. Hiraku schneidet die Bäume einfach in die gewünschte Form. Er will mit dem Bau eines Hauses beginnen, als er merkt, dass die Sonne untergegangen ist. Tja, jetzt hat er zwar kein Licht, aber wir haben dafür im Wiz-Shop welches. Wiz-Shop.de, da haben wir die richtig, richtig coolen Anilights 3D oder Ani-3D-Lights. Das sind im Grunde einfach Anime-Helden als Lichter. Also saucool, schaut da gerne mal vorbei, Freunde. Jetzt aber weiter im Text. Also die Sonne ist jetzt untergegangen. Er beschließt, unter dem riesigen Baum ein Loch zu graben, um sich auszuruhen. In dieser Welt gibt es in der Nacht zwei Monde, sodass er nachts klar sehen kann. Dann verwandelt Hiraku das allmächtige Ackergerät in eine Feile und stellt viel Besteck für sich selbst her. Am nächsten Morgen verwandelt er das allmächtige Ackergerät in ein Vergrößerungsglas und nutzt das Prinzip der Fokussierung der Sonne, um Feuer für sich selbst zu machen. Später räumt er die Umgebung auf. Obwohl er nicht müde wird, wenn er das allmächtige Ackergerät benutzt, wird seine körperliche Kraft dennoch verbraucht, wenn er es nicht benutzt. Nach kurzer Zeit wird er hungrig. In diesem Moment greift ihn ein wildes Dämonenkaninchen im Wald an, und Hiraku schlägt dem Dämonenkaninchen in Panik mit einer Hacke auf den Kopf. Daraufhin verwandelt sich der Kopf des Kaninchens sofort in einen Haufen Erde. Zum Glück ist die Leiche des Dämonenkaninchens noch da, und er benutzt das Fleisch des Dämonenkaninchens und das Feuer, das vor nicht allzu langer Zeit gemacht wurde, um ein Barbecue zu machen und seinen Magen zu füllen. Nachdem er sich den Magen gefüllt hat, will Hiraku zum Klo gehen, also benutzt er das allmächtige Farmwerkzeug, um sich eine Beute zu machen, die einen Abluftschacht, einen Lagerplatz und eine Toilette enthält. In dieser versteckten Umgebung kann er endlich auf die Toilette gehen. Dann beginnt er, sein eigenes Kitzland zu bauen. Solange er dieses allmächtige Ackerbauwerkzeug zum Anbauen benutzt, braucht er keine Samen zu säen, und die Samen des Gemüses in seinem Geist werden automatisch aus dem Boden sprießen. Außerdem wächst dieses Gemüse sehr schnell. Um zu verhindern, dass ein Feld von wilden Tieren zerstört wird, baut er einen Zaun um das Feld und gräbt außerhalb des Zauns eine tiefe Grube in den Boden. Während das Gemüse wächst, füllt Hiraku seinen Magen mit dämonischen Kaninchen und Wildschweinen, die ihn umgeben. Ein paar Tage später ist sein Acker endlich aufgeräumt, und er baut sich ein kleines Haus. Während Hiraku sich an das Bauernleben gewöhnt, trifft er auf zwei verwundete Wölfe. Aus reiner Nächstenliebe gibt Hiraku ihnen das Wildschwein, das er in den letzten Tagen gesammelt hat. Zu diesem Zeitpunkt entdeckt Hiraku, dass die trächtige Dämonenwölfin kurz vor der Geburt steht. Also überlässt er ihnen sein Haus. Nachts macht er sich Sorgen, dass der Dämonenwolf erfrieren könnte, deshalb macht er auch Feuer vor der Tür. Kurz nachdem die Dämonenwölfin mehrere kleine Dämonenwölfe zur Welt gebracht hat, holt Hiraku wieder eine Menge Wildschweine heraus, um sie zu füttern.
Der Dämonenwolf spürt die Güte von Hirako und beschließt, hier zu leben und Hirakos Partner zu werden. Das Haus wird zum Zimmer des Wolfes und Hirako baut sich ein größeres Haus. In diesem Moment will der Gott sehen, wie es Hirako geht, und als er Hirako im Wald findet, stellt er fest, dass es ein leidiges Thema ist. Es stellt sich heraus, dass der Wald, in dem sich Hirako befindet, Todeswald genannt wird und voller Monster und Gefahren ist. Der Gott bringt Hirako wieder einmal an den falschen Ort. In diesem Moment betreibt Hirako fröhlich seine eigene Farm, wird immer geschickter und stellt immer mehr Werkzeuge her. Um dem Gott dafür zu danken, dass er ihm ein neues Leben geschenkt hat, baut er auch eine Statue des Gottes. Hirako baut nicht nur Gemüse an, sondern hat auch begonnen, Obstbäume zu pflanzen. Aber die Obstbäume brauchen in der Regel 7 Jahre, um zu reifen. Also plant er, die Farm weiter auszubauen. Und er findet einen Fluss, nicht weit von seiner Festung entfernt. Unter dem Schutz des Dämonenwolfs gelingt es ihm, das Wasser des Flusses mit Hilfe des allmächtigen Ackerbauwerkzeugs zu seiner Festung umzuleiten. Später vergrößert er sein Farmland erneut und pflanzt Raps, Weizen und Zuckerrohr an. Die Zeit vergeht Tag für Tag und der Winter naht. Um sich warm zu halten, beschließt er, Kleidung aus Wildtierhäuten herzustellen. Unverarbeitete Wildtierfelle sind jedoch sehr stinkend und verderben leicht. Gerade als er aufgeben will, kommt ein neues Mitglied auf seinen Hof, eine riesige Spinne. Diese Spinne ist ein Freund des Dämonenwolfs und kann Seide spucken, um Stoff herzustellen, und sie kann auch warme Mäntel aus wilden Tierhäuten machen, was einfach ein natürlicher Schneider ist. Also lässt sich die Spinne auch auf dem Bauernhof nieder. Und mit den von der Spinne hergestellten Kleidern und dem Gemüse und den Lebensmitteln, die sie in dieser Zeit gehortet hat, können sie den Winter schließlich überleben. In diesem Winter schneit es vor dem Haus stark und Hirako verbringt die meiste Zeit im Haus. Allmählich fühlt er sich ein wenig einsam und hofft auf jemanden, der mit ihm spricht. Im Frühjahr des folgenden Jahres wachsen die kleinen Dämonenwölfe heran und gehen tief in den Wald, um ihre Partner zu finden. Auch die Spinne bringt viele kleine Spinnen zur Welt. Hirako fühlt sich immer einsamer und da er nun so viele Gefährten hat, kann er seine Gefühle nur vorübergehend beiseite schieben und härter arbeiten, um seinen Hof zu führen. An diesem Tag kommt die Liebe, die Hirako gehört, endlich an. Er findet ein verletztes kleines Mädchen unter einem Baum in der Nähe des Hofes. Als er sich dem kleinen Mädchen nähert, beißt es Hirako unerwartet in den Hals. Als er mit dem Blutsaugen fertig ist, wächst ihr Körper. Es stellt sich heraus, dass das Mädchen ein Vampir ist. In diesem Moment greifen die Wölfe sie an und der Vampir wird wieder kleiner. Die Vampirin erklärt schnell, dass das Blutsaugen nur dazu dient, ihre körperliche Kraft wiederherzustellen und sie eigentlich keine Bosheit hegt. Hirako hat sich tatsächlich nicht unwohl gefühlt, als das Mädchen ihm das Blut abgesaugt hat, was mit dem gesunden Körper zusammenhängen dürfte, den der Gott ihm gegeben hat. Hirako sieht sich die arme Vampirin an und beschließt, sie zu retten, also bietet er an, die Vampire Blut saugen zu lassen. Außerdem bringt er den Vampir zurück auf seinen Hof. Es ist das erste Mal, dass die Vampirin Gemüse aus der Erde sieht, und nachdem sie einen Bissen Tomaten gegessen hat, drückt sie sofort ihr Erstaunen darüber aus, dass es so köstliches Gemüse auf der Welt gibt. Hirako freut sich sehr über das Lob, also nimmt er die Vampirin mit auf einen Rundgang über seinen Hof und zeigt ihr seine Früchte. Hirako war noch nie so glücklich. Nachts erfährt Hirako, dass der Vampir Drew heißt, eine Apothekerin, die sich auf Kräuter spezialisiert hat. Weil sie eine wertvolle Formel entwickelt hat, wurde sie von den Adligen gejagt. Später hörte sie, dass es in diesem Wald wertvolle Pflanzen gibt, und so ging sie in diesen Wald. Hirako will nicht für den Rest seines Lebens einsam bleiben, also nimmt er seinen Mut zusammen und lädt Rue ein, hier zu wohnen und in Zukunft mit ihm zu leben. Ramurias versteht, dass Hirako ihr einen Heiratsantrag macht und das Zusammenleben ihrer Meinung nach bedeutet, ein Partner zu sein. Hirako wird sofort rot, als er hört, dass Rue ihm einen Heiratsantrag macht, aber er beharrt auf seiner Idee. Das nennt man wohl Liebe auf den ersten Blick. Hirako kann nicht nur zaubern, sondern betreibt auch eine Farm in einem gefährlichen Wald mit einer Gruppe von Wölfen, und auch Rue fühlt sich zu dem gutaussehenden und geheimnisvollen Mann Hirako hingezogen. Außerdem ist Hirakos Blut das Beste, das sie je getrunken hat, und so willigt sie in Hirakos Bitte ein. Auf diese Weise wird Rue zu Hirakos erstem Gefährten. Vielleicht wissen sie nicht viel über die Liebe in ihrem Kopf, und sie wissen nur, dass sie glücklich sind und sich wohlfühlen, wenn sie zusammen sind, und das ist genug. Dies ist das Ende der ersten und zweiten Folge. Im Zeitalter der technologischen Zivilisation ist es lange her, dass wir dem primitiven Leben auf dem Bauernhof Aufmerksamkeit geschenkt haben. Dieser Anime gibt mir wirklich ein warmes Gefühl, und je weiter der Anime fortschreitet, desto mehr spüre ich die Freude an der Landwirtschaft. Hirako baut sich Schritt für Schritt eine Familie und eine Karriere auf, ein Leben, von dem viele Menschen heute träumen. Nachdem sich die Vampirschönheit Hirako angeschlossen hat, bin ich auch sehr neugierig, wie sich die Beziehung zwischen den beiden in Zukunft entwickeln wird
und wie Hiraku weitere Partner gewinnen und seinen Hof immer größer machen wird. So Freunde, das war's mit dem Video. Ich hoffe natürlich, es hat euch gefallen und wenn ja, dann lasst uns doch gerne ein Like und ein Abo da und aktiviert die Glocke, dass ihr die nächsten Videos nicht verpasst. Jetzt geht's natürlich noch zum Gruß des Tages und zwar schrieb AFK BKM, Entschuldigung. Hi, kannst du mich grüßen? Aber sicher doch, liebe Grüße an dich. Und nochmal an alle zur Info, wir haben richtig, richtig coole Sachen bei uns im wiz-shop.de. Da haben wir die Anni-Cuddles, das sind einfach ultra niedliche Anime-Plüschtiere. Dann haben wir die Anni-Lights 3D, das sind unsere Anime-Helden einfach in Lichtform quasi. Dann haben wir natürlich noch unser Anni-Pad, also ein Mauspad mit Anime- oder Manga-Designs. Und noch eine Anime-Handyhülle, auch sehr, 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 sehr schick. Also schaut mal gern vorbei, wiz-shop.de. Und mit dem Code ANIBINCH gibt's auch nochmal 15% auf alles, also da sollte man definitiv mal vorbeischauen. Das war's jetzt aber mit dem heutigen Video. Vielen Dank fürs Zuschauen, Freunde. Passt auf euch auf, bleibt gesund, habt Spaß und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut, ciao.